Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf und was so Titel alles ausmachen, gell? Und so kann man so richtig aufschneiden einmal, gell? Im Internet, das ist ganz gut. Freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen. Es war gestern ganz aufregend für mich, als wir über die Grenze von Österreich in das heilige Land der Fußball-Weltmeister fahren haben dürfen. Und war schon ein bisschen nervös, muss ich sagen, aber aber es war doch für mich als Österreicher ein bisschen leichter, wieder nach der WM runterzukommen, weil wenn man nicht so weit oben ist als Österreicher, dann braucht man nicht so weit runterkommen nach der WM. Gell? Aber es ist schön, dass wir diesen Gottesdienst mit euch feiern dürfen. Ich bin sehr begeistert über die Gemeinschaft, über den Lobpreis. Und man spürt einfach wirklich, dass der Heilige Geist hier auch am Wirken ist. Und das ist wunderbar. Mir gefällt auch dieses Bild, dieses doch sehr altes Symbol, aber immer wieder reales Symbol, wo der Heilige Geist in Form einer Taube uns eigentlich visuell gemacht wird. Und ich habe mir überlegt, wenn man so einen Gottesdienst feiert, Gott loben und preisen kann, spürt einfach auch, dass Jesus Christus so nah ist, da habe ich mir jetzt auch überlegt, wie ist das, wenn morgen kommt und ich schaue jetzt so auf die kommende Woche und ich stelle mir jetzt mal vor, das ist eine rein rhetorische, symbolische Frage und vielleicht kannst du dir selber eine Antwort darauf geben. Ich stelle mir jetzt mal vor, dass so ungefähr in einer Dreiviertelstunde, Stunde, so nach dem Gottesdienst, aus welchen Gründen auch immer, genau dieser Heilige Geist, den wir in uns tragen, den wir bekommen haben durch unseren Glauben an Christus, aus irgendwelchen Gründen unser Leben verlassen würde. Nur so für ein paar Tage. So auf Urlaub gehen würde, 3 Tage lang oder vielleicht eine Woche und dann nächste Woche wieder zurückkommt, so kurz vor dem Gottesdienst. Und wenn man jetzt so in die Woche reinschaut und viele von euch, die meisten wahrscheinlich, ihr habt so eure Pläne, ihr habt so eure Ideen, was auf euch zukommt. Auch ich habe die. Muss morgen wieder auf den Berg oder eigentlich in den Berg, in eine Höhle. Und ich stelle mir vor, wie wäre das, wenn der Heilige Geist mich heute Nachmittag verlassen würde? Was würde sich tatsächlich ganz praktisch in meinem Leben verändern in den nächsten Tagen? Was würde sich verändern? Und ich möchte ein bisschen auf das eingehen, auf unsere Not, auf unser Bedürfnis, warum wir eigentlich den Heiligen Geist und den Jesus Christus haben. Ich möchte dazu einen Vers eigentlich nur aus Zeitgründen vorlesen, aus Matthäus Kapitel 5 und dann noch ein paar Verse aus dem Korintherbrief, wo Jesus in der Bergpredigt zu seinen Jüngern sagt, Kapitel 5 in Matthäus Vers 3, glückselig sind die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und wenn man dann weiterliest, merkt man, Jesus Christus beginnt hier 9 Aussagen in der Seligpreisung, immer mit den Worten glückselig oder glücklich sind oder selig sind. Und ich habe mir die Gedanken gemacht, was bedeutet es, wenn Jesus sagt, glücklich sind die arm sind im Geist, glücklich sind die trauern, glücklich sind die verfolgt werden. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir oft über diese Seligpreisungen, diese Worte von Jesus Gedanken gemacht und überlegt, wie kann das sein? Wie kann jemand, der arm ist, glücklich sein? Wie kann jemand, der vielleicht Hunger erleidet, glücklich sein? Wie kann jemand, der verfolgt wird oder trauert, glücklich sein? Ich kenne einige Leute, die trauern, aber ich sehe sie nicht sehr oft glücklich in diesen Momenten der Trauer. Wir wissen von über 100 Millionen geschätzte verfolgte Christen, benachteiligte Christen aufgrund ihres Glaubens. Viele von denen würden sich nicht unbedingt als Glückliche schätzen. Was meint Jesus hier, wenn er sagt, glücklich sind die Armen im Geist? Und dieses Wort im Griechischen bedeutet ja wirklich nichts anderes als Glück. Glück zu empfinden, Zufriedenheit zu empfinden. Wenn wir auf das Wort Glück oder Zufriedenheit schauen, nachdenken, dann verbinden wir das ja meistens mit guten Umständen.
so wie gestern, wenn die Sonne scheint, da fühlen wir uns glücklich, da sind wir zufrieden. Heute auch, schöner Tag, guter Gottesdienst, wir sind zufrieden. Die Umstände passen. Passt schon, würden wir sagen in Österreich. Gell? Passt schon, wir sind zufrieden, wir sind glücklich. Die Frau ist glücklich, wenn der Mann einmal Blumen nach Hause bringt, wenn am Ende vom Monat noch ein bisschen Geld am Konto ist, schätzen wir uns auch glücklich. Es ist einfach gut, wenn die Umstände passen. Aber wenn Jesus hier sagt, glücklich sind die Trauernden oder glücklich sind die Armen im Geist oder glücklich sind diejenigen, die verfolgt werden, dann spricht er hier eigentlich von einer tiefen Glücksempfindung, einer tiefen Glückseligkeit, die ja weit über unsere Umstände hinausgeht. Wie kann ich zu dieser Zufriedenheit gelangen, von der Jesus hier spricht? Oder was ist überhaupt diese Zufriedenheit? Und ich denke, es hat einen gewissen Grund, warum Jesus hier diese Seligpreisung mit diesen ersten Worten beginnt: Glücklich sind die, die arm sind im Geist. Es ist für mich wichtig zu verstehen, was es heißt, arm sein im Geist. Was bedeutet das? Und ich möchte das in einem Satz zusammenfassen und dann ein bisschen erläutern. Arm sein im Geist, nach meinem Verständnis nach, ist nichts anderes als die Erkenntnis dessen, dass ich aus mir selbst und in mir selbst nichts habe oder tun kann, um überhaupt der Mensch zu sein, für den Gott mich erschaffen hat. Wenn ich das erkenne, dann weiß ich, was es heißt, arm zu sein im Geist. Gott hat uns ja zu einem ganz bestimmten Grund erschaffen. Er hat uns erschaffen, damit dass wir jeden Tag in dieser Liebesbeziehung zu ihm leben. Und weil wir für eine Beziehung zu Gott hin erschaffen sind, können wir auch nur in dieser Beziehung den Zweck unseres Daseins und damit auch diese Zufriedenheit, dieses Glücksempfinden auch erfahren und nirgendwo anders. So wie Blaise Pascal gesagt hat, der Mensch ist zu Gott hingeschaffen und darum ist er auch nur glücklich in Gott. Aber das Problem ist, wir alle sind auf der Suche nach diesem Glück. Wir alle sind immer, wahrscheinlich jeden Tag, auf dieser Suche nach diesem Glücksempfinden, nach dieser Zufriedenheit, wo wir sagen können, es passt, es ist gut. Und wir investieren ziemlich viel in unserem Alltag, ziemlich viel Geld, ziemlich viel Zeit, ziemlich viel Energie, um zu dieser Glücksempfindung, zu dieser Glückseligkeit zu gelangen. Ich glaube, es war Elvis Presley, der 6 Wochen vor seinem Tod von einem Reporter gefragt worden ist, der so erfolgreich war. Und der Reporter ihn gefragt hat: Elvis Presley, als du begonnen hast, mit Musik zu machen, mit deiner Karriere, hast du gesagt, du möchtest glücklich sein, erfolgreich sein und einfach nur das Leben genießen. Bist du zufrieden? Bist du glücklich? Und Elvis Presley hat gesagt, 6 Wochen bevor er gestorben ist, auf Englisch: I'm lonely as hell. Ich bin einsam wie die Hölle. Schon interessant. Wenn ein Mensch wie er so erfolgreich ist und eigentlich alles haben kann, was er möchte, und dennoch sich in einem Loch findet, wo er merkt, es war alles umsonst. Ich möchte euch eine Frage stellen, die du dir vielleicht so noch nie gestellt hast. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wirklich hier mit Jesus unterwegs sind, oder wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist. Aber hast du dich schon mal ganz ehrlich gefragt, wozu brauche ich eigentlich Jesus? Wozu brauche ich eigentlich Jesus? Heute an diesem Tag, heute an diesem Sonntag, heute am 20. Juli. Mal ganz ehrlich, hätten wir diesen Tag oder auch den gestrigen Tag oder könnten wir nicht auch sogar diese kommende Woche mindestens genauso gut über die Bühne bringen ohne Jesus? Hätten wir nicht heute genauso gut gefrühstückt, ob mit oder ohne Jesus? Wären wir mit dem Auto nicht genauso gut hierher gekommen, entweder zu schnell oder zu langsam, mit oder ohne Jesus? Würden wir morgen nicht auch wieder in unseren Alltag hineingehen, in die Arbeitsstelle, zur Schule oder wo auch immer? Ob mit oder ohne Jesus, und am Ende des Tages würden wir wahrscheinlich nicht mal einen Unterschied merken.
Hast du dich schon mal gefragt, warum brauche ich heute Jesus? Wir reden so viel davon. Wir singen so viel darüber. Aber wozu? Selbstverständlich gibt es viele unter uns, die vielleicht eine schwierige Situation durchmachen, gerade jetzt. Und du sagst, ohne Jesus könnte ich diese Situation nicht bewältigen. Und da stimme ich dir völlig zu. Völlig richtig. Es ist ein Vorrecht, dass gerade in schwierigen Zeiten wir jemanden haben, Jesus Christus, der uns durchträgt, der uns ermutigt, der uns Hoffnung zuspricht, weil wir Hoffnung in Christus haben. Andere würden sagen, ja, weil ich sonst nicht in den Himmel komme. Und das stimmt natürlich auch. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wir glauben daran. Aber ich möchte heute noch nicht in den Himmel. Und außerdem geht es mir heute gut. Ich habe gut gefrühstückt, bin gesund. Also wozu brauche ich Jesus? Und wisst ihr, diese Frage ist mir sehr ans Herz gewachsen, für mich persönlich, um einfach wieder an den Punkt zu kommen, zu sagen, Gott, Herr Jesus, heute brauche ich dich mehr als alles andere. Wir haben jetzt gerade davon gesungen. Aber warum? Und dazu möchte ich einen Vers aus dem 2. Korintherbrief vorlesen, wo Paulus das eigentlich in einem Satz, in einem Vers sehr gut zusammenfasst, wo er schreibt, worum es eigentlich in unserem Leben heute geht. Für jeden von uns. Und da sagt er im 3. Kapitel im 2. Korinther, Vers 18, wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist. Paulus spricht hier von einer Herrlichkeit, in die wir durch den Heiligen Geist umgewandelt werden. Und wir wissen aus der Heiligen Schrift, die Herrlichkeit Gottes, von der wir immer wieder lesen und auch darüber singen, ist ja eigentlich nichts anderes als das Wesen Gottes, der Charakter Gottes. Und wenn wir zurückgehen auf den Anfang der Geschichte mit den Menschen, dann wissen wir, wo Gott sagt im 1. Mose Kapitel 1, Vers 26, wo er sagt, lass uns Menschen machen in unserem Bilde, so wie wir sind, so wie ich bin, in unserem Denken, in unserem Fühlen und in unserem Handeln. Und so wurde der Mensch erschaffen in dem Ebenbild Gottes und das, was der Mensch gedacht, gefühlt und so, wie er sich benommen hat, hat nichts anderes widergespiegelt, reflektiert, als das Wesen Gottes, so wie Gott ist. Und als Gott auf Adam und Eva runtergeschaut hat, vor dem Sündenfall, dann hat er nichts anderes gesehen als sich selbst. Weil er sich selbst wiedergespiegelt hat, sein Wesen durch den Menschen leben hat können in seinem Denken, Fühlen und Handeln. Wir wissen das auch vom Neuen Testament her, wo die Jünger zu Jesus kommen, im Johannesevangelium im 14. Kapitel, wo Jesus vorher sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und dann Thomas fragt, Herr, wir kennen den Weg nicht, zeige uns den Weg. Und Jesus erklärt ihnen, was oder wer der Weg ist. Er sagt, ich bin der Weg. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und dann sagt Philippus, der immer so vorlaut ist, sagt er, ja Jesus, zeige uns einfach den Vater und wir sind zufrieden und es reicht uns. Du redest immer vom Himmel, du redest immer von deinem Vater, zeige uns deinen Vater. Und dann sagt Jesus zu Philippus im Vers 9, Philippus, so lange bin ich schon mit euch gewesen und noch verstehst du es nicht. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig mir den Vater? Weil der Vater, und das lesen wir in den anderen Versen zuvor, weil Jesus sagt, der Vater lebt in mir und ich im Vater und darum wird das Wesen Gottes durch mich, durch den Sohn Gottes wiedergespiegelt. In seinem Denken, in seinem Fühlen und in seinem Handeln. Und darum hat jeder, der auf Jesus geschaut hat, nichts anderes gesehen als den Vater. Das ist übrigens auch eine gute Stelle,
Wenn Leute sagen, ja, ich glaube an Gott, aber nicht an Jesus, dann kannst du ihm sagen, schön, dass du an Gott glaubst, aber an welchen Gott glaubst du? Du kennst nämlich Gott nicht. Denn es gibt keinen Menschen, der Gott kennenlernen kann ohne Jesus. Man kann Gott nur kennenlernen in Jesus Christus, weil Gott in Jesus ist und Jesus in Gott. Und darum sagt Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. Und jetzt kommt die 1-Million-Euro-Frage des Tages. Wenn Gott auf uns heute Morgen schaut, wen oder was sieht er? Wen oder was sieht er? Und wenn du in Christus bist und Christus in dir, weil du eine Beziehung lebst mit Jesus Christus, dann weißt du, Gott sieht sich selbst in dir. Weil du begonnen hast, das Wesen Gottes wiederzuspiegeln. Weil der Sohn Gottes durch den Heiligen Geist in dir lebt und du begonnen hast, das Wesen Gottes, die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln. Manchmal mehr, manchmal weniger. Weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und weil die Sünde uns immer wieder einnimmt, oftmals zu viel, so wie wir gebetet haben. Es gibt viele Dinge, die uns immer wieder einnehmen im Alltag und wichtiger werden als Jesus Christus. Aber wenn Jesus Christus in uns lebt, dann wissen wir, wir werden verwandelt in das Ebenbild Gottes, in die Herrlichkeit Gottes, weil der Geist Gottes in uns am Wirken ist. Wenn wir uns nicht dessen jeden Tag bewusst sind, dann verstehen wir eigentlich nicht, warum wir heute leben. Und wenn wir das nicht verstehen, dann wissen wir eigentlich auch nicht, warum wir heute Jesus brauchen. Weil unsere Bestimmung ist es, den Charakter Gottes heute, nicht morgen, auch nicht gestern, heute wiederzugeben. In unserem Denken, in unserem Fühlen und in unserem Handeln. Und arm sein im Geist, wie Jesus das sagt zu den Jüngern und auch zu uns, ist die Erkenntnis, dass ich genau das nicht tun kann, außer ich bin in Christus. Ich kann aus mir selbst meiner Bestimmung nicht gerecht werden, weil ich eine Gottesschöpfung bin, zu Gott hin geschaffen. Und wenn ich das verstehe, wenn ich mir heute dessen bewusst bin, dann weiß ich auch, warum ich heute Jesus brauche. Ich brauche Jesus nicht unbedingt, um den Tag bestmöglichst herumzukriegen. Ich brauche Jesus auch nicht, um Schwierigkeiten möglichst gut zu überwinden, obwohl es gut ist, Jesus dabei zu haben. Ich brauche Jesus, um überhaupt der Mensch zu sein, zu dem ich erschaffen bin, nämlich aus Gottes Schöpfung, damit ich seinen Charakter widerspiegle und damit auch Zufriedenheit, Glückseligkeit erfahren darf. Paulus sagt, das ist nichts anderes als ein Wirken vom Heiligen Geist. Und wenn jemand den Geist Gottes nicht hat, dann geschieht das, genau das nicht. Die Frage ist natürlich, wie kann das geschehen? Wie kann es sein, dass das Wesen Gottes durch mich mehr und mehr klar wird? Wie kann ich wirklich Gott begegnen und wie kann wirklich Gott durch mich offenbart werden? Wie geschieht das? Ich bin selber auf einem Bauernhof aufgewachsen, in Österreich, in Haus im Enstal und hatten eine kleine Landwirtschaft. Und ich bin der jüngste von 5 Kindern und ich liebte es immer, meinem Vater im Stall zu helfen und bei den Kühen dabei zu sein. Und einfach speziell dann, wenn ich da aus der Schule rausgenommen wurde, weil ich zu Hause helfen musste, das waren natürlich immer die Highlights, überhaupt keine Frage nicht. Und war wahrscheinlich auch, obwohl ich der Jüngste war, immer derjenige, der am meisten auch so geholfen hat. Und ich bin einfach immer gern mit meinem Vater unterwegs gewesen auf unserer Landwirtschaft. Aber eines mochte ich nie. Mein Vater, wenn er in den Stall gegangen ist, um 5 Uhr früh, 4:30, 5 Uhr morgens, und ich war nicht dort im Stall, sondern vielleicht im Haus noch, dann kam es hin und wieder vor, dass ich ein Brüllen und ein Geschrei von einem Vater hörte im Haus drinnen. Und er hat geflucht und geschimpft. Und ich wusste, jetzt ist ihm wieder eine Kuh auf den Fuß getreten. Und es schmerzt, weil die so Kühe, wie ihr wisst, ziemlich schwer sind. Und mein Vater ist nicht unbedingt der geduldigste.
Und er weiß sich auszudrücken, wenn es irgendwo, wenn der Schuh drückt sozusagen. Und ich mochte das nie leiden, wenn ich im Haus drin war und dieses Schimpfen und diese Worte von meinem Vater im Stall hörte, weil ich wusste, das ist einfach nicht richtig. Und ich wusste immer, wenn ich mal erwachsen bin, dann werde ich nie so werden wie mein Vater. In diesem Bereich. Es ist immer ein Problem, wenn man sagt, ich werde nie so wie meine Eltern. Gell? Wir haben einen Hund zu Hause jetzt, zwei Hasen, ein paar Fische und eine Katze. Und an und für sich bin ich sehr tierliebend und auch sehr geduldig. Ich bin jetzt froh, dass meine Kinder nicht hier sind. Ich hoffe, die hören das jetzt nicht. Aber unsere Katze, ich liebe unseren Hund. Auch die Fische, weil die spürt man nicht, die hört man nicht. Aber die Katze, die treibt mich wirklich manchmal zum Wahnsinn. Ich weiß nicht, wer von euch Katzen hat. Die sind eh wirklich liebe Tiere, aber man kann relativ wenig mit ihnen anfangen. Und manchmal tun sie halt genau das, was sie nicht tun sollen. Und du sagst es ihnen und sie kapieren aber nichts im Vergleich zum Hund. Und da muss ich schon manchmal sagen, erschrecke ich mich vor mir selber, wenn mich diese Katze wieder mal richtig an den Rand meiner Geduld treibt, welche Worte oder welche Gefühle in mir hochkommen und ich plötzlich wieder merke, oh, da kommt mein Vater durch. Aber wisst ihr, das ist eigentlich ganz normal. Denn wenn man sein Leben lang immer eng in einer Beziehung mit seinen Eltern lebt, dann kann man es eigentlich nicht vermeiden. Man nimmt ganz automatisch Dinge an, ob man es möchte oder nicht. Und ihr sagt das wahrscheinlich selber auch zu manchen Kindern, na schau, das kleine Kind, wie der Papa, wie die Mama. Die Kinder lieben das, wenn du das sagst. Überhaupt, wenn es irgendwas Negatives ist oder positiv, wie auch immer, gell? Meistens ist es ja positiv, hoffentlich. Und ich muss auch sagen, es ist schon erstaunlich, dass man oft bei seinen eigenen Kindern Dinge entdeckt, wo man sich selber wieder sieht darin. Ob das gut ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber es ist ja so. Und eigentlich ist es ganz normal, weil wenn die Kinder ein Leben lang in ihrer Kindheit immer mit uns zusammen sind, dann nehmen sie automatisch Dinge an und sie können gar nichts dafür. Sie müssen nicht mal etwas dafür tun. Du musst es ihnen nicht mal lehren oder zeigen oder in die Schule schicken dafür. Aber genauso funktioniert es eigentlich auch mit Jesus Christus. Jesus sagt, er betet sogar für uns im Johannes im 17. Kapitel, dass wir eins sind mit dem Vater, mit ihm, so wie er und der Vater eins sind. Und wenn wir lernen, eins zu sein, wenn wir Gott in unserem Herzen haben, Jesus Christus, und wenn wir lernen, in dieser Liebesbeziehung jeden Tag zu leben, dann wissen wir eines, das Leben Jesu färbt ab. Weil der Geist Gottes in uns wohnt. Und je mehr wir uns mit dem Leben Jesus beschäftigen im Alltag, dann merken wir auch und sogar Leute noch mehr als wir selber um uns herum, dass wir uns verwandeln in die Herrlichkeit Gottes. Ob wir das wollen oder nicht. Die Frage ist nur, verbringen wir diese Zeit mit Jesus? Ist es uns wichtig, eins zu sein mit Jesus? Wir wissen, dass Christus in uns ist, wenn wir an ihn glauben, aber sind wir auch in Christus? Das kann nämlich ein großer Unterschied sein. Ich weiß, dass Christus heute in mir wohnt, überhaupt keine Frage nicht. Aber bin ich heute auch in Christus? Und ist es mir wichtig, heute wirklich in dieser Abhängigkeit mit Christus zu leben, weil ich weiß, außer ihm, ohne ihn, so wie Jesus sagt, selber im Johannes 15, Vers 5, kann ich nichts tun. Oder getrennt von ihm können wir nichts tun. Wir können schon vieles tun. Wir können sogar die ganze Woche wunderbar vollbringen. Wir können alles tun ohne Jesus, überhaupt kein Problem. Aber wir können nichts tun, damit wir das vollbringen, nämlich das Wesen Gottes in uns widerspiegeln, durch uns widerspiegeln lassen, wenn wir nicht in Christus sind. Und wenn wir das erkennen, dann werden wir nicht nur das Himmelreich erben, sondern erfahren, was es bedeutet, zufrieden zu sein. Unabhängig von den Umständen. Wir haben bei uns am Planai-Berg, ein paar von euch erinnern kennen das, es ist ein kleiner Skiberg hinter unserem Haus und da fahren wir im Winter jeden Tag hoch zum Skifahren und da kann man dann direkt mit den Skien am Gipfelkreuz vorbeifahren. Und das Gipfelkreuz, das ist kein großes Kreuz, aber ein schönes altes Holzkreuz und für mich ist es in den letzten Jahren wirklich ein schönes Symbol geworden.
Ich weiß nicht, habt ihr das eigentlich auch hier? Gipfelkreuze, schon, oder? Gibt es ja in den meisten Alpen und Bergen und drüber hinaus. Bitte? Also Bergen meine ich jetzt, nicht die Schwäbische Alb, ich meine schon die Berge. Ja. Auf jeden Fall, immer wenn ich da vorbeikomme bei diesem Gipfelkreuz und mit meiner Skigruppe oder auch alleine unter diesem Kreuz stehe, stelle ich mir die Frage, Herr Jesus, dieses Kreuz steht am höchsten Punkt von diesem Gipfel, der Planai, so heißt der Berg. Die Frage ist, wo stehst du in meinem Leben? Heute, jetzt, in diesem Moment, wo ich unter diesem Kreuz stehe. Und ich habe mir angewohnt, immer diese Frage zu stellen, wann immer ich beim Kreuz vorbeikomme. Denn so wie das Gipfelkreuz am Gipfel des Berges steht, so möchte eigentlich auch Jesus Christus am Gipfel unseres Lebens stehen. Und nicht die zweite Wahl sein. Er möchte immer die erste Wahl sein. Er möchte immer da sein, wo sich bei uns das Leben abspielt. Und immer wieder muss ich, wie wir vorher auch gebetet haben, selber erkennen, es gibt so viele Dinge, die mir wichtiger geworden sind als Jesus Christus. Und das ist oft mal ganz normal, wir alle erleben das. Das hat nichts mit Ungeistlichkeit zu tun. Ich glaube, das ist ganz normal, wenn wir so in den Alltag reingehen, dass Dinge uns einfach einnehmen. Und wenn man nicht aufpasst, dann nehmen uns diese Dinge so sehr ein, dass das Kreuz Jesu immer mehr in den Abgrund rutscht. Und nicht mehr da ist, wo es eigentlich hingehört. Nämlich an den ersten Punkt unseres Lebens. Aber das ist immer ein guter Moment, dann auch zu sagen, Herr Jesus, es tut mir leid. Ich habe viele Tage verbracht, ohne dich im Vordergrund zu haben, ohne wirklich in Abhängigkeit mit dir zu leben. Ich möchte um Vergebung bitten und ich möchte dich wieder dahin stellen, wo du hingehörst, nämlich am ersten und am höchsten Punkt meines Lebens. Denn da gehörst du hin. Weil ich weiß, ohne dich bin ich gar nicht der, für den du mich geschaffen hast. Und ohne dich kann ich nichts tun, um dich zu loben und zu preisen. Und das wünsche ich uns, dass wir uns bewusst sind, warum wir heute Jesus brauchen. Dass wir uns bewusst sind, dass wir eigentlich arm sind im Geist. Und wenn wir das erkennen, dann erkennen wir auch, wie notwendig wir heute Jesus Christus brauchen. Damit Gott etwas bewirken kann in unserem Leben und durch unser Leben. Und das wünsche ich uns. Damit Menschen erkennen, so wie Jesus das selber auch sagt, dass er lebt, dass Gott uns liebt und eine Beziehung haben möchte mit jedem von uns. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du dein Leben für uns am Kreuz gegeben hast, dass wir heute ewiges Leben erfahren dürfen. Aber Herr, du bist nicht mehr am Kreuz, sondern du bist vom Grabe auferstanden und lebst heute in uns und möchtest in dieser Beziehung mit uns leben. Und Herr Jesus, so vieles in unserer Geschäftigkeit drängt sich oft zwischen dir und mir. Und so vieles beschäftigt uns und rückt das Kreuz immer mehr in den Abgrund. Und auch heute möchten wir uns wieder ganz bewusst machen, dass wir dich brauchen. Mehr als je zuvor. Ich danke dir, Jesus, dass wir lernen dürfen, in dieser Abhängigkeit mit dir zu leben, jeden Tag aufs Neue. Weil wir wissen, wir brauchen dich, damit du uns verwandeln kannst in die Herrlichkeit Gottes. Damit Menschen sehen, dass du lebst, in uns lebst. Und dass wir selber auch erkennen, was es heißt, Zufriedenheit in dir zu erfahren. Ich danke dir, Herr Jesus, für dein Leben. Ich danke dir, dass uns der Heilige Geist nicht verlässt, sondern dass der Heilige Geist in uns wohnt und lebt und wirkt, heute und jeden Tag. Und ich bete, dass wir ihm auch Raum geben dürfen, um wirklich wirken zu können. Damit dieses Leben, dieses Geschenk, das wir in dir haben, mehr und mehr offenbart wird, auch durch unser Leben, Herr Jesus. Egal, wo wir sind oder wer wir sind. Herr, wir lieben dich und wir danken dir für dein Leben in uns. Amen.